Hey Leute, ich bin Joya und ich nehme euch heute mit zur Arbeit. Mein Tag beginnt um 7 Uhr und um 8 gehe ich immer aus dem Haus. Und wie ihr hier gerade seht, bin ich schnell unterwegs, um noch den Bus und die Bahn zu erwischen, damit ich auch rechtzeitig zur Arbeit komme. Abhängig wie fit ich morgens bin, und das kann manchmal sehr variieren, lese ich morgens in der Bahn oder ich höre einfach Musik zum Entspannen und schließe meine Augen oder ich lese die Nachrichten, bis ich dann auf der Arbeit bin. Ich mache mein Praxissemester bei dem Unternehmen, das sich Quanio GmbH nennt. Und das ist in der Nähe vom Jungfernstieg, deswegen habe ich jeden Morgen die wunderschöne Aussicht von der Außenalster und man kann es kaum glauben, aber ich mache tatsächlich fast jeden Tag Fotos davon. Und dann traf ich natürlich noch auf meine Kollegin, die sich über mich lustig gemacht hat. Und das ist mein Büro. Mein Morgen starte ich erstmal mit einem Tee und dann schaue ich mir erstmal alle E-Mails an. Die Quanio GmbH hat mehrere Marken gegründet, die sie über mehrere Plattformen verkaufen. Zum Beispiel ist unsere größte Marke Herzmutter eine Umstandsmarke, die wir über Amazon verkaufen und über den Online-Shop. Und da seht ihr auch im Hintergrund die ganzen Produkte, die wir in unserem Sortiment haben und auch manche Kartons, in denen sich Ware davon befindet. Und das ist eine meiner wöchentlichen Aufgaben. Zum Beispiel kriegen wir jede Woche Remission, das heißt Rücksendung von Kunden. Und da kontrolliere ich erstmal, welche Produkte noch in Ordnung sind und weiterverkauft werden können und verpacke die, damit wir die dann wieder an den Amazon-Lager schicken können. Und hier seht ihr einmal Amazons Backend, womit ich sehr viel arbeite und wo ich Fälle eröffne oder andere Aufgaben mache. Und weiter geht's zu einem neuen Projekt. Und zwar gründet die Quanio GmbH bald eine neue Marke und die heißt Studio Knowles. Und dafür bin ich hauptsächlich zuständig. Und zwar wollen wir für Männer Pullis, Hoodies, T-Shirts und Hosen verkaufen. Und da bin ich erstmal in der Produktentwicklung und versuche herauszufinden, wie groß die Maße sein sollen und wie das Design auszusehen hat. Hier seht ihr einmal noch das Logo von der Marke und die Tech Packs, also die Maßen, die ich gezeichnet habe. Und da haben wir auch ein Sample dafür bekommen, das heißt von unserem Lieferanten haben wir ein Beispielprodukt bekommen, das sie für uns angefertigt haben und das messe ich erstmal aus und kontrolliere, ob das auch die richtige Maße für uns hat.
Der Vormittag geht dann aber auch immer so schnell um, dass dann auch schon wieder Mittagspause ist. Und zwar mache ich um 1 Uhr immer Pause und habe eine Stunde für mich. Und in der Zeit wird erstmal gegessen und dann gehen manche von uns noch raus und machen einen Spaziergang, um an die frische Luft zu kommen. Und an diesem Spot bleiben wir dann meistens noch ein bisschen stehen, um Sonne zu tanken oder laufen dann noch ein bisschen weiter. Nach der Pause arbeite ich dann meistens an einem neuen Projekt weiter. Und zwar seht ihr hier eine weitere Marke, die heißt Hydrips, die Vitamintabletten verkauft. Und da ist es eine meiner Aufgaben, für diese Marke Recherche anzustellen, um zu schauen, wie welche Werbefotos man benutzen kann und wie eine Werbekampagne aussehen könnte. Und dann arbeite ich erstmal an meinen Projekten weiter oder an anderen Aufgaben, die ich von meinen Kollegen bekommen habe oder einfach Daily To-Dos, die ich abhaken muss. Und mir ist natürlich bewusst, dass ihr in diesem Vlog jetzt nicht alles mitbekommt, was ich in meinem Praktikum so mache an Projekten und was ich erlebt habe. Deswegen habe ich dazu einen Blog geschrieben und den findet ihr auf der Makromedia. Deswegen könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Heute hatte ich Glück und durfte dann um 17 Uhr gehen. Meistens arbeite ich immer bis um 18 Uhr und packe dann auch meine Sachen zusammen und gehe ins Feierabend. Ciao!